erste deutsche Flugzeugträger soll auf Befehl des Führers Strafzettel heißen. Es folgt die zweite Ausgabe der Graf Zeppelin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr auch diesmal wieder einschaltet bei Modellbauonkel. Wir bauen zusammen die Graf Zeppelin zu Ende, möchte man beinahe sagen. Und ja, super. Also ich freue mich über euer positives Feedback in der ersten Ausgabe. Ich war ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verunsichert oder, na, verunsichert ist das falsche Wort, aber so ein bisschen skeptisch, ob denn das gut ankommt und ja, inwieweit das Interesse da ist. Aber ja, das Feedback war ja eindeutig und damit herzlichen Dank. Freut mich, dass ihr da auch meine Meinung unterstützt oder meiner Meinung seid, dass wir hier ein technisches Meisterwerk vollenden können und einen Blick auf die Geschichte dahinter und die ganzen wilden Verstrickungen und Theorien, die es da alle gibt, ein bisschen forschen können. Und das habe ich auch wieder heute gemacht, aber ich will natürlich noch mal einmal kurz vorausschicken, ich bin kein Militaria-Experte, absolut nicht. Ich habe keine Ahnung von Krieg noch von der Technik. Auch die Geschichte ist nicht mein Steckenpferd. So ein bisschen Grundwissen hat man natürlich selbstverständlich. Das geht ja gar nicht ohne. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte und weiß auch nicht, welche Schlacht in welchem Tag mit welchen Geräten da irgendwie, keine Ahnung. Also ich beschränke mich da auf die mitgelieferten Magazine, die für mich in diesem Fall wertvoller sind denn je. Ne? Denn Autos, ihr wisst das, Autos sind mein Ding, da bin ich zu Hause, könnte man beinahe sagen. Und da habe ich natürlich dann so das ein oder andere Wissen und kenne auch die ein oder andere Geschichte aus dem Hintergrund. Das ist eben, wie gesagt, hier anders. Deswegen beziehe ich mich auf die mitgelieferten Magazine und suche mir dann eventuell noch die ein oder andere Randnotiz dazu, wo in dem Moment aus Gründen nicht drauf eingegangen wird. Und ja, wenn ihr da noch weiter geschichtliche Hintergründe wissen wollt, dann empfehle ich euch Kais Modellbauecke. Wer den Kanal noch nicht kennt, werft da unbedingt mal einen Blick rein. Auch er baut die Graf Zeppelin. Und was das betrifft, ja, weiß ich nicht. Also so auf Anhieb würde mir da jetzt niemand anderes einfallen, der da im Thema ist, was das und auch das Ganze drumherum geht. Ich schneide das also ein bisschen an. Und wer da weiter interessiert ist, Kais Modellbauecke, mein Tipp für euch. Sollte ich großartigen oder groben Unfug erzählen, bitte lasst es mich wissen, nutzt die Kommentarfunktion, bewahrt die Etikette, Netiquette, das tue ich auch. Und ja, dann will ich da in einer der nächsten Folgen dann auch gerne drauf eingehen, wenn dem denn dann so ist. Ne? Da will ich mich nicht von freisprechen, auf gar keinen Fall. Die Idee des Flugzeugträgers als solche ist ja nicht wirklich neu. Bereits im Ersten Weltkrieg hatte die kaiserliche Kriegsmarine ein sogenanntes Flugzeugmutterschiff. 1915 war das schon. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was meine Recherche ergeben hat. Die haben da zwei Frachtdampfer umgebaut. Natürlich hat das mit einem Flugzeugträger, wie wir uns ihn vorstellen, wie wir ihn hier bauen oder wie wir ihn im Kopf assoziieren, ziemlich wenig zu tun. Das kann man sich denken. Wie gesagt, ein Frachtdampfer umgebaut. Die Idee war einfach, dass man schneller reagieren kann. In der heutigen Zeit ist es ja auch so, du hast Radar und Satellit gestützt und so weiter. Das heißt, darüber kann ich zum Beispiel die Feindeslinie aufklären. Das war natürlich 1915 noch nicht so weit verbreitet. Dementsprechend war es dann natürlich von Vorteil, wenn ich ein paar hundert Kilometer oder tausende Kilometer mein Flugzeugträger oder mein Schiff irgendwo nahe der Front oder nahe des Feindeslinie positionieren konnte und dann mit einem Flugzeug aufsteigen und die gegnerischen Linien aufklären konnte. Ja, das waren also damals, wie gesagt, soweit ich da informiert bin, waren das
sagen wir mal, Wasserflugzeuge, die zwar von diesem Flugzeugträger oder Flugzeugmutterschiff gestartet sind, aber darauf auch nicht landen konnten. Das heißt, die sind gestartet, haben geguckt, was macht der Feind, sind zurückgekommen und haben gepetzt. So war die also auf dem Wasser gelandet. Das heißt also eben ein Mutterschiff, so tatsächlich. Und das waren so die Möglichkeiten, die man damals hatte. Heutzutage, wie gesagt, ganz andere Geschichte. Ich kann aufklären und so weiter, kann ich über Satellit, aber ich kann natürlich auch viel schneller reagieren, wenn ich schon mal ein paar tausend Kilometer davor bin und so auch meine Reichweite natürlich erhöhen, denn so ein Flugzeug hat eben nur in Anführungsstrichen eine gewisse Reichweite und ist für ganz andere Dinge ausgelegt und dementsprechend kann das natürlich sinnvoll sein, mein Flugfeld an einen beliebigen Ort, wo denn Wasser ist, zu platzieren. Ja. So, heute schauen wir uns mal unsere Ausgabe 2 an. Und der geneigte Zuschauer hat es natürlich schon wieder erkannt. Der Onkel hat vorgearbeitet. Vorgearbeitet deshalb, weil wir wieder hier zwei Decks aufkleben. Das ist einmal das größere Teil, das Bugdeck. Und wir haben hier noch eine kleine Plattform, wo wir nachher das Geschütz draufsetzen. Wir kennen das Spiel, das soll von Haus aus selber halten. Ich habe das versucht. Meins hält nur so bedingt. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hier am Rand löst es sich sogar noch ein bisschen, obwohl ich Holzleim verwendet habe. Da werde ich also tatsächlich sogar nochmal nacharbeiten müssen. Gut, ist wie es ist. Habe ich also soweit schon mal nicht viel falsch gemacht. Dasselbe gilt hierfür. Hier bin ich mir sowieso noch nicht sicher. Ich hatte das ja erwähnt, dass ich mich hier ein bisschen in Details verlieren möchte. So weit das denn machbar ist. Andererseits kann mir keiner sagen, es ist falsch, weil hat es ja nie am Ende tatsächlich gegeben. Hier haben wir außen so einen grauen Rand. Ich weiß nicht, auch hier löst es sich an der Seite. Ich weiß nicht, inwieweit das nachher abgedeckt wird durch ein Reling oder wie auch immer oder eine Brüstung. Keine Ahnung, wie gesagt, weiß ich noch nicht sicher. Warte ich erstmal ab. Das Geschütz habe ich schon nachgeluschert, wird draufgesteckt bzw. geschraubt. Lässt sich also nachher lösen, deswegen habe ich es erstmal draufgeklebt. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ich gucke, wie sich das entwickelt, ob ich das so lasse, weiß ich nicht. Heute kümmern wir uns erstmal um die Bauanleitung als solche. Und zwar haben wir hier eben, wie gesagt, das Holzdeck schon aufgeklebt. Und diese beiden Teile hier, die sollen, die Schutzhauben vom Buganker, die sollen hier eingesteckt werden und laut Anleitung sind sie unterschiedlich, also der eine heißt H, der andere I, das heißt also links und rechts soll es geben. Ich kann sie aber nicht eindeutig identifizieren. Mir ist nicht klar, welcher links und welcher rechts sein soll. Sie passen auch beide in beide Richtungen oder auf beide Seiten und ich sehe da auch keinen Unterschied. Wenn ich mir diesen hier anschaue und das Loch hier mal zur Seite als Orientierung nehme, dann schließt der Rand hier quasi bündig mit der Struktur vom Deck ab und das Loch ist frei. Dasselbe habe ich auf dieser Seite und wenn ich den anderen nehme, ändert sich daran gar nichts. Ja, farblich, das eine ist ein Tacken glänzender oder heller wie das andere, da behaupte ich aber, dass das produktionsbedingt ist, deswegen ignoriere ich das. Die Löcher sind auch gleich frei hier, also wie gesagt, mir ist nicht klar, was jetzt hier rechts und was links sein soll und wenn ja, wo der Unterschied überhaupt ist. Hier vorne ist es klar, hier haben wir nur den einen. Hier ist noch ein Loch drunter. Ich nehme an, hier wird nachher geschraubt, denn das decken wir hier schon direkt mit ab, indem wir das hier einsetzen. Und dann ist das Ganze schon fertig. Auch das wird man nachher sicherlich noch ein bisschen altern können oder so, aber auch hier, wie gesagt, abwarten. Schauen wir mal, was wird. Im Vorfeld sich da jetzt Gedanken zu machen und das einzusauen oder zu machen und zu tun. Und ja, nachher ist es komplett hinfällig. Sparen wir uns an dieser Stelle. Dann haben wir noch hier diese zwei Details, die nicht näher benannt sind, wo ich dementsprechend also auch als Nicht-Schiffsexperte überhaupt keine Ahnung habe, was es ist, was es tut. Oh, ja, doch, flache Seite da rein. So, also hier ist schon wirklich rohe Gewalt vonnöten, um das hier reinzukriegen. Aber auf jeden Fall ist dann schon mal gewährleistet, dass wir es nicht verlieren können. Ne? So, dann den zweiten. Der wird dann ja sich wahrscheinlich ähnlich verhalten, fürchte ich. Ja, auch der lässt sich nicht überreden. Aber wenn man, wie so oft, wenn man weiß, wie es geht, dann geht's, ne? Dann geht's. So. Sehr gut, das hätten wir. Und dann werfen wir noch einen Blick
auf die beiden Rollenklampen. Auch diese sind mit rechts und links markiert. Hier kann man zumindest einen Unterschied ausmachen. Und zwar haben die, wenn man das natürlich sieht, bleibt eine sportliche Frage. Auf jeden Fall, wenn man genau hinschaut, sieht man hier außen an der Kante so zwei kleine Nupsis vorstehen. Und die sollen auf jeden Fall nach außen zeigen. Und wir haben hier einen großen und einen kleinen Pin. Das heißt, wenn ich den nach außen zeigen möchte, muss ich auf dieser Seite den großen und den kleinen Pin haben. Wenn ich es hier mache, passt das ja so nicht. Und wenn ich ihn drehe, hätte ich hier vorne das große Loch. Das heißt, das geht nicht. Das heißt, den also auf diese Seite packen. So, auch der sitzt fest drin. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite. So, und dann sitzt das auch schön drin. Und dann kann ich die Zeit noch nutzen und euch erzählen, dass bereits 1935 eine deutsche Delegation nach Japan gesandt wurde, um sich dort über die Akagi zu informieren, weil sie nämlich dort Pläne und ja, Wissen von den Japanern haben wollten oder sich aneignen wollten, was die Flugzeugträgerentwicklung mit sich bringt. Die Akagi war ja schon fertig und so ist eben, wie gesagt, diese deutsche Delegation nach Japan gereist, um sich dort zu informieren und auszutauschen. Im Gegenzug haben die Japaner Pläne und Sicherheitsvorschriften der U-87 bekommen und so ist man sich dann ja einig geworden. Die haben auch denen noch Starts und Landungen vorgeführt und solche Geschichten, also ja, ein Blick hinter die Kulissen, könnte man beinahe sagen. Und ja, voller Tatendrang ist diese Delegation wieder zurück nach Deutschland und hat sich dann bei der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen, ein Bild hier, die eigentlich für Flugzeuge und Luftschiffe da war, sie zu entwickeln und zu planen. Und die haben 1937 dann den Auftrag zur strömungstechnischen Untersuchung eines solchen Flugzeugträgers bekommen. Windkanalforschung und Modelle haben sie gebaut, Modellschleppversuche wurden dann auch in Berlin in der Preußischen Versuchsanstalt für Wasser- und Schiffbau in Berlin, so ist es korrekt. Und auch hier wurde dann natürlich ziemlich schnell klar, dass man so einen Flugzeugträger nicht mal eben nebenbei baut. Ne? Für Deutschland war das seinerzeit komplettes Neuland und so musste man natürlich irgendwie zusehen, dass man alles unter einen Hut bekommt. Einerseits die Schiffstechnik. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu berücksichtigen, was die Aerodynamik und die Flugeigenschaften betrifft. War also alles nicht so ganz einfach. Und dazu kam die Schwierigkeit, so ein Flugzeugträger, den baust du ja auch nicht mal eben, in 3 Jahren neun. Das heißt, es war ja abzusehen und es war klar, die Entwicklung für die Flugzeuge würde entsprechend weitergehen. Und auch da wollte man sich entsprechende Ressourcen und technische Gegebenheiten einfach berücksichtigen, um eben den Flugzeugträger möglichst länger benutzen zu können. So, ein weiterer Blick gilt unserer Bauanleitung. Jetzt wird es nämlich lustig, es geht nämlich um das erste Geschütz, was wir hier vorne dann nachher draufsetzen. Und dazu gab es ja, werdet ihr mitbekommen haben, die meisten zumindest, die das Ding auch bauen, einiges an Theater, was die Beleuchtung und so weiter dieses Geschützes angeht. Ich habe es noch nicht gebaut und nicht probiert, das werdet ihr sehen, denn wir wissen, wenn wir die LED einmal drin haben, ist sie da drin oder nicht mehr ganz so schön. Deswegen werden wir das jetzt hier einmal testen. Wir stecken die LED in die Testplatine rein und wir sehen, bleibt sie wohl hier, und wir sehen, sie leuchtet. Und jetzt ist diese LED rundherum schwarz, geschwärzt, nur auf einer Seite ist sie hell, das ist jetzt die Oberseite hier. Und die müssen wir nachher so einsetzen, dass sie nach vorne zum Geschütz zeigt, um die maximale Helligkeit rauszukriegen. Inwieweit das Ganze funktioniert, sehen wir gleich. Hier haben wir unser Geschütz und das ist auch jetzt hier unmöglich zu zeigen. Da werde ich euch definitiv nachher noch eine kleine Detailaufnahme dranhängen, denn, was soll ich sagen, ich bin wirklich schwer begeistert. Ich hatte ja am Anfang echt Befürchtungen und habe gedacht, da musst du erstmal gucken, dass du die andere Geschütze besorgst und die du dann möglicherweise ersetzt. Ich sag mal so, wenn die alle in dieser oder noch besserer Qualität sind, brauchen wir da nichts ersetzen. Auf keinen Fall. Das ist richtig genial. Wir haben ja ein Handrad,
Das ist, oder mehrere Handräder, die sind, keine Ahnung, Millimeter groß, wenn überhaupt. Und die sind trotzdem durchstoßen. Und auch sonst sind hier viele kleine Details zu erkennen. Ja, die ist komplett über, also in meinen Augen zumindest, komplett überflüssig machen. Wir reden hier nachher über ein Schiff von, weiß nicht, 1,34 oder wie lang ist das Ding. Und dann haben wir hier ein Geschütz, was 2 Zentimeter groß ist. Und wenn da solche Details noch dran sind, Hut ab, habt ihr gut gemacht. Ich bin begeistert, gefällt mir wirklich gut. Aber wenn wir das jetzt hier schon mal ansetzen, dann kann ich die Gelegenheit auch noch nutzen und darauf hinweisen, dass ja auch keine Einigkeit zwischen der Marine und der Luftwaffe herrschte. Die Deutschen hatten bereits keine Marineflieger mehr und Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe wollte natürlich alles, was fliegt, unter seine Fittiche haben. Und so kam es, dass dann eben sogar die letzte Küstenfliegerstaffel bereits 1936 in die Luftwaffe überführt wurde. Was das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht hat. Nichtsdestotrotz ließen sie sich nicht beirren und so wurde die Kiellegung des Flugzeugträgers A, wie er zu dem Zeitpunkt noch hieß, und der Name Graf Zeppelin stand also noch gar nicht fest, wurde am 28.12. dann auf Kiel gelegt und das Ganze hatte sich verzögert, weil die Gneisenau noch nicht fertig war, denn die hätte schon längst fertig sein sollen, aber da der Flugzeugträger dermaßen groß war, dass er auch in keinen anderen Dock reingepasst hätte, blieb da gar nichts anderes übrig, als zu warten, dass die Gneisenau fertig ist. Dann konnte man mit der Kiellegung der Graf Zeppelin beginnen. Wobei selbst auch hier der Kiel noch verlängert werden musste, um dieses Schiff überhaupt ja, da reinzukriegen. So, in unserer Bauanleitung sollen wir jetzt die LED hier durch. Stecken, das Kabel haben wir ja schon durch. So, hier haben wir, was ist da los? Hier haben wir irgendwie so ein, das machen wir erstmal anders. Mhm. Was auch immer das für eine Bedeutung haben soll, hier weiß ich nicht, aber ne, man sieht das hier. Es wirkt, als wäre es beweglich, ist es aber nicht, weil wir hier eine Nase haben, die hier reingreift. Und wenn wir das hier reinsetzen, hat sich das mit beweglich. Dann bewegt sich dann nämlich gar nichts mehr. Vielleicht dient es aber auch einfach nur der Möglichkeit, dass wir hier ein bisschen mehr Luft für unser Kabel haben. Das ist natürlich möglich. Also, nee, andersrum. Erst hier durch, genau, so. Dann hier durch, das kommt ja nach oben ins Geschütz, so. Und jetzt können wir uns hier orientieren und das hier so reinstecken, genau. Hier sehen wir, scheint es durch, hier ist es schon geschwärzt, also haben wir hier zufällig sogar die richtige Richtung. Super, oder? Übrigens gab es sogar noch einen zweiten Flugzeugträger, der in der Germania-Werft in Kiel 1938 auf Kiel gelegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser sollte auf den Namen hören Peter Strasser. Peter Strasser war Fregattenkapitän und Führer der Luftschiffe im Ersten Weltkrieg und wurde 1918 dann über Großbritannien abgeschossen. 1940 waren schon Rumpf und Panzerdeck fertig von der Peter Strasser. Aber auch dieser Bau wurde dann abgebrochen. So, und bevor ich jetzt hier was abbreche, ein bisschen vorsichtig. Ja, so, jetzt ist er da. Laut der Anleitung soll das Geschütz noch verklebt werden. In Anbetracht dessen, was ich aber eingangs schon erwähnte, dass ich das hier eventuell noch mal ändere, werde ich das jetzt natürlich nicht tun. Stattdessen nehme ich den mitgelieferten Schraubendreher und die eine DP-Schraube, schraube das hier fest. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich damit nur die Plattform festschraube und das Geschütz jetzt hier noch fürchterlich rumäumeln wird. Ja, genau so ist es. Aber nochmal, das werde ich jetzt bewusst vernachlässigen. So wie im September 1939 die Graf Zeppelin vernachlässigt wurde. Denn nachdem Deutschland Polen überfiel und Großbritannien und Frankreich damit Deutschland den Krieg erklärten, waren die Prioritäten da etwas anders gesetzt.
Und obwohl je nach Quelle, die einen sagen 80, die anderen sagen 90%, sei der Graf Zeppelin fertiggestellt worden, hatte man sich entschieden, zugunsten zum Bau von U-Booten den Bau der Graf Zeppelin etwas zu verlangsamen. Und nachdem 1940 Frankreich besiegt war, wurde er sogar gestoppt, weil klar wurde, dass weitere Monate Bauzeit absehbar sein würden. Im Übrigen ist deshalb auch die Entwicklung der Bf 109, der Fieseler 167 und der U87C ebenfalls gestoppt bzw. pausiert worden. So, und während ich jetzt mich, ich kann irgendwie nicht beides. Viele Fans zu Hause fragen sich jetzt, was kann der überhaupt? Also ich muss jetzt hier einmal, wird das gar nichts. Ne, warte mal, der musste, genau so war es nämlich, der musste hier rein. Das ist nämlich unsere Blinkplatine. Und darauf kommt jetzt der andere Stecker. Jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen. Jo. Und was soll ich sagen? Dieses Geschütz, gut, dass ich es nicht festgemacht habe, kann ich es nämlich hier nochmal rausziehen. Wir sehen, dass hier die LED blinkt. Hier vorne tut sich aber überhaupt gar nichts. Also, null. Bei mir kommt hier überhaupt nichts durch. Aber jetzt komme ich noch weiter rein sogar. Okay, dann machen wir das noch zwei, drei Mal. Haben wir nichts mehr schwarz, aber das ändert eh nichts. Wo soll das Licht hin? Es ist so eng umschlossen hier. Das wird dem keinen Abbruch tun. Ja, jetzt kommt hier zumindest auf dem einen Rohr ein kleines bisschen an. Jetzt kriege ich das aber auch nicht mehr raus hier. Ja. Also keine Chance, ich kriege das auch nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob man das sehen wird. Auch das werde ich natürlich nachher noch einmal in einer Nahaufnahme versuchen, im Bild einzufangen. Also die LED möchte ganz rein, so weit wie es geht, wirklich bis oben hin. Sie, ja, das versinkt hier komplett drin. Es gucken wirklich nur noch die Kabel selbst raus. Aber ernsthaft blinken tut hier nur das, ja, in Schussrichtung linke Geschütz. So könnte man es, glaube ich, sagen. Okay. Das stecken wir hier wieder rein, denn erstmal soweit. Was ist denn das jetzt hier? Dieses Teil klebe ich dann nachher an. Das habe ich dann wahrscheinlich durch das starke Drücken eben gelöst. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Und ja, wir werfen noch zum Schluss einmal einen kleinen Blick auf die Karte um 1939 und stellen fest, in dieser Konstellation wäre für Deutschland ein Flugzeugträger auch nicht wirklich von großer Bedeutung gewesen, denn ja, die Nord- und Ostsee war quasi der Flugzeugträger. Und warum 1942 dann die Entscheidung fiel, an der Graf Zeppelin doch weiterzubauen, das sehen wir in einer der nächsten Folgen. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ganz wichtig noch zum Schluss, was ich noch sagen wollte. Viele haben im Vorfeld gemeckert und genölt und durch die Plastik. Übrigens, ich war da auch einer von. Ich möchte keine Plastikrehlinge und solche Geschichten. Und wir haben schon mal von einem Vögelchen zwitschern gehört, es wird Ätzteile geben. Und da freue ich mich drauf.
Und ja, ich glaube, das wird nicht nur mein erstes Militärschiff, sondern es wird auch ein ganz fantastisches. Fantastisch, wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten würdet. Bis dahin, bleibt mir treu und vergesst nicht, dass der Modellbauonkel immer besser ist als Fernsehen. Dankeschön.